deutlich? Nee, ich glaube, es wurde deutlich, dass grober Unsinn ist, was da passiert. Und dass offensichtlich in Berlin eine Regierung am Werke ist, die um jeden Preis irgendwas hinkriegen muss. Und wenn sie die großen Probleme der Welt nicht anpackt und nicht löst, dann flüchtet sie sich offensichtlich jetzt in so einen Kleinscheiß. Und da muss ich Ihnen sagen, da fehlt mir jedes Verständnis für. Man hätte ja wenigstens sich die Zeit nehmen können. Da braucht es gar keine Kampfabstimmung zu geben und zu sagen, da gucken wir uns nochmal in Ruhe an. All die Auswirkungen, Sie haben die ja eben wunderbar beschrieben, dass Polizisten und Staatsanwälte jetzt mit Kontrolle, Gegenkontrolle, Überkontrolle, Nebenkontrolle beschäftigt werden, wie die Polizisten auf der Straße mit sowas beschäftigen, wie viel Meter Abstand hat es vom Kindergarten. Die gehen dann mit dem Rollmaßband raus und gucken, ob von der Schule der Abstand groß genug ist, fragen, ob die Oma oder der Opa vielleicht auch noch einen Anbau gemacht hat. Ich bin fassungslos, dass man nicht mal den Mut hat zu sagen, jetzt machen wir mal eine Woche Pause, das wäre doch nicht schlimm gewesen. Kriegen Sie sowieso kein Mensch hin bis zum 1. April. Wie soll denn die Polizei Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland ab 1. April die Sachen überhaupt kontrollieren? Mit welchen Messmethoden messen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Wo haben wir eigentlich die Polizisten her? Die haben wir ja alle nicht. Ich meine, oder ich ziehe die ab. Ja, ich meine, kann ja einer mal den Vorschlag machen, ich soll in Zukunft keinen Kindesmissbrauch mehr bekämpfen oder so und stattdessen irgendwelche fröhlichen Kiffer jagen. Mhm.